Also int steht für Integer, das sind ganze Zahlen. Float steht für Floating... Floating Point Number. Floating Point Number, also eine beliebige Zahl. Eine Fließkommazahl. Was ist eine Fließkommazahl? Das ist eine Zahl, wo an irgendeiner Stelle ein Komma stehen kann. Dieses Fließkomma, das, ich gehe da nicht ins Detail, aber das bezieht sich auf die Art und Weise, wie das eben quasi binär repräsentiert ist. String steht für jegliche... Ah, erklär du mal. String steht einfach für Zeichenkette. Also... String. Ja. Genau, also eine Folge von Zeichen, ganz allgemein. Und Bool, also Boolean steht für... kann 0 oder 1, also true oder false. Genau. Okay.